about those hipsters, I wanna dance. I said it, don't stop talking to me. Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier zurück. Erstens in der Welt von Windcraft und zweitens wieder in der Gegend von Ragni. Ja, ich war hier lange nicht mehr. Erst recht nicht auf den Worms. Aber jetzt ist hier ein kleines Update gekommen. Noch vor Gavel, in dem einige Quests dazugekommen sind. Quests, Mehrzahl. Und ja, dann sind hier auch solche kleineren Quests dazugekommen. Und die große Serie Wind Excavation wird weitergeführt. Darum geht es eigentlich auch in diesem Video. Aber ich mache auch noch gleich eine andere Quest mit, die mit dazugekommen ist. Und ja, die findet hier vor Ragni statt. Die heißt Thieving Rodents. Ich bin nicht so der Auffassung, dass eine Level 2 Quest ein ganz eigenes Video verdient. Also mache ich das hier mal in einem Schnelldurchlauf. Ich übersetze das mal nicht. Das wird zu lange dauern. Also guck mal. Okay, ich soll. Eine der Ratten hat einen Hochzeitsring gestohlen. Und deshalb soll ich jetzt ein paar Ratten töten, damit ich den Hochzeitsring wieder zurückbekommen habe. Und da habe ich den gleich schon. So bringe ich den jetzt zu Clary. Ja, zu Clary. Oder nein, Kelry, da heißt nicht Clary. Ja. Warte mal, was ist los? Was muss ich jetzt machen? Ich hab den Ring doch. Da. Oh. Oh, es ist in meinem Ring. Take a look at the life of me. No, it's a horrible place of me. I change chances of looking at myself. It's over the fear and I forget to make sure my wife doesn't see you. Sie soll mich nicht sehen! 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 Hey! Hey! Bin ich! Gut. Also, hab ich gerade das gesagt? Ja, da ist er ja. Okay. Habe ich mich gerade viel zu dämlich angestellt. Ja, dann wird das so ein kürzeres Video. Zur Quest Thieving Rodents. Zumindest denke ich mal, dass es jetzt zu Ende sein sollte. Wer weiß, vielleicht geht es noch weiter. Oh, you found it, thank the king. Welcher King? Der. Yeah, Emeralds. 20 Stück. Okay, dann. Ja, war es das hier? Diese. Oder nicht? Egal, ich glaube, ich mache da so einen kleinen Zeitraffer rein. Und dann sehen wir uns gleich auf Volcano Island zum Hauptteil.
dieses Videos. Also dann bis gleich. Und da sind wir wieder. Nun, vor Volcano Island. Ja. Ich frage mich, wer von euch sich noch erinnern kann, wann ich das letzte Mal hier war. Das war nämlich ein so wichtigerer Moment als alle anderen. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich hier schon mal. Und wir müssen jetzt einmal um diesen Vulkan herum. Weil der Questbeginn bei minus 1000x liegt. Und ich bin, naja, wie man sieht, minus 800. Oder bei minus 800. Also muss ich hier noch ein bisschen weiter. Oh, ich muss dann noch Guild XP auf 100 stellen. Mache ich immer so, wenn ich mal einen Warrior spiele. Weil es hier auch wirklich schön viel gibt. So. Ich bin dazu auch jetzt inzwischen schon auf den Server gewechselt, den Lango mir genannt hat. Weil, ja, hier doppelt XP ist und der andere Server, na, gerade am neuen starten war. Okay, ich brenne. So, irgendwo hier in der Nähe war er. Oder ist er direkt über mir? Ich weiß nicht. Ich gucke mal da drüben nach. Hier, irgendwo hier drüben war ja das Wind Excavation Camp. Ah, Leute, die in die Kamera verspüren. Mein Gott. So. Zack. Perfekt. Wie viele haben wir denn gerade? 28. Wir können 28 tragen, wir sind 27. Ja, machen wir mal. So, wie heißt er? Ender Light. Ohne Unterstrich LP. So. So, dann sind wir hier beim Wooden Excavation Camp und ich muss wahrscheinlich da rein. Ne? Wooden Excavation Property und hier ist Wooden. Da heißt nicht Wooden Excavator, aber. Naja. So, ich habe zwei Boote übrig. Mein Inventar ist sowas von voll. Das kann weg. Okay, dann Excavator Plusardus. Placardus. Was auch immer. Here we go. Dann mache ich natürlich das Übliche. Ja, erstmal das hier wegschalten. So, Wooden Excavation Site C. Und willkommen von mir, nur ich bin gerade zu faul, das zu schreiben. Alle Operationen funktionieren. Transport ist wie geplant. Oh, du bist es. Wir haben schon auf dich gewartet. Deine Position herauszufinden, oder dich zu lokalisieren, was auch immer, war viel schwerer, als wir es gedacht haben. Aber hier bist du. Und genau zu uns gekommen. Das hört sich überhaupt nicht deutsch an. Ich wollte mal, dass wir irgendwie ein bisschen anders besitzen. Ja, na schön. Nun, da du hier gerade bist, weiß ich gerade nicht genau, was ich sagen soll. Ich fühle aber, dass ich dir erklären muss, dass wir hier bei Wind Excavation uns für alles entschuldigen, was bei deinen vorherigen Erlebnissen passiert ist. Wir waren nicht wir selbst und wir waren nicht wir selbst. Wir sind eine Organisation von Gavel, die sich auf historische Artefakte und große mystische die sich auf historische Artefakte mit großer mystischer Bedeutung spezialisieren. Nach unserem Aufeinandertreffen in Almush dachten wir, dass du ein Schwarzmarkthändler bist, der versucht hat, die Artefakte zu stehlen. Deshalb haben wir allen Mitarbeitern befohlen, dich aus dem Weg zu schaffen.
Denn geschichtlicher Verlust ist ein großes Problem. Besonders mit so etwas Starkem. Ja, kraftvollen. Was auch immer. Aber nachdem wir von all deinen Reisen gehört haben, haben wir natürlich realisiert, dass du kein Feind bist. Das. Ja, das ist so ziemlich das. Wow! Wow! Das sind viele Nachrichten. Ich hoffe, dass das Ganze sich jetzt auflösen wird oder beruhigen wird zwischen uns und dass wir getrennte Wege gehen können. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch irgendwo hin. Okay. Was muss ich machen? Infiltrate the Excavation Meeting. Wo ist es? Da drüben? Vielleicht? Oh ja. Okay, hier drin, da steht da dran. WinX Meeting. Ich kürze das Ding mal WinX ab, also ohne das C. Ja, vielleicht soll ich es mit WinX abkürzen. Was ist denn hier? Oh. Oh, hier muss ich wahrscheinlich später hin, um irgendwie da hinzukommen. Okay. You don't want to get caught. Okay. Alles klar. Was sagt mir hier? Guard. Clarodor. Und. Oh, ein Gildenkampf findet statt. Oh, okay. Tut mir leid, ich bin nicht da. Das ist ein privates Meeting. Es ist zwar mein erster Tag, aber ich. Aber ich kann dich nicht durchlassen. Tut mir leid. Die Tür wird bald geschlossen. Okay, also das ist so ein Neuling. Du musst also hier drüben irgendwie. Reinkommen. Oh, 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 na, ah, die Kriegsnachrichten sind sowas von nervig. Man lädt sich Windcraft nicht runter. Egal. Oh, 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 ich war so nah dran. Egal. Natürlich passt das Ganze nicht auf dieselbe System. Selber, also muss ich hier Moss hoch größer machen. Focused Height. Ein bisschen größer. Oh ja, viel besser. So, hallo und willkommen, langjährige Mitglieder von Win Activation Site C. Das ist eine eigene Firma? Okay. Möge das Auge über uns wachen. Ich wollte sie über unseren Fortschritt informieren. Das Feuer-Relic-Kristall hört sich irgendwie nicht vernünftig an. Ist größtenteils intakt und das Herz des Vulkans für viele Jahre. Wenn wir es entfernen, wird es wahrscheinlich eine Kettenreaktion herbeiführen und Sachen sehr schwierig machen. Glücklicherweise, ein Magier von der anderen Seite des Ozeans ist hier, um das auszukontern. Ich soll das vielleicht mal anders übersetzen. Naja. Wir können erwarten, dass wir es bewegen können und zu einem anderen Ort schippen. Bewegen können in den nächsten Tagen. Wow. Wow. Und man muss hier ran sein. Oh, das wird getriggert. Oh, cool. Oh, oh, oh. Okay. Ich würde Sie auch noch gerne darüber informieren, dass die Kristalle. dass die Kristalle von Site B und A. Entfernt wurden und noch nicht wiedergefunden wurden. Wie auch immer, der Übeltäter sollte nicht länger in unsere
Operation interessiert sein. Die verlorenen Kristalle. Die verlorenen Kristalle besaßen. Oder. Did not harness. Ich habe keine Ahnung, was harness bedeutet, aber egal. Irgendeine rohe Magie. Ja. Also sind sie nicht notwendig für das Gesamte. Mann, sollte ich es besser übersetzen. Das klingt nicht gut. So, letzte Nachricht. Now our short-term goals have moved our equipment out of the heart of volcano and start moving the firestone for assimilation at the concealed... At the concealed location, all senior officers are responsible for their quadrants. Let's get this one done efficiently and discreetly. Nun, unsere jetzigen Ziele sollten es wohl sein, unser Equipment aus dem Vulkan herauszuschaffen und den Feuerstein für Assimilation, für Untersuchung wahrscheinlich, an einen bestimmten Ort zu bringen. Alle langjährigen Officers sind verantwortlich für ihre Quadranten. Let's get this done efficiently and discreetly. Das übersetze ich jetzt nicht. Na, geht's hier wieder raus? So eine Runde? The alarm has been set off. It's unauthorized guests. Okay. Alarm. Don't get me now. Where the hell am I? Wo zum Teufel bin ich? Was muss ich jetzt machen? Explore the area and search for the traitor. The traitor? Huh? Es gibt hier einen Traitor? Das ist mir jetzt neu. Und ich achte dann überhaupt nicht auf den gilden Chat. Also, das merkt man, glaube ich, auch. Es gibt ja so einen Fackelweg. Vielleicht ist das hier ja, wo ich lang gehen muss. Brennend. Ja. Du kannst schon quasi als brandneu bezeichnen, dass ich brenne. Irgendwo hier muss er doch sein. Ich gehe auch mal die Gänge hier lang, denn man findet hier wahrscheinlich doch schon irgendetwas. Auch hier. Wir haben hier. Question mark, question mark, question mark. Da ist nicht Mark, aber egal. You, you're the only one we're worried about. I'm Amadeo, lead of the rebellion. Das sind 10 Nachrichten. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann. Du bist der Einzige, über den die sich sorgen. Ich bin Amadeo, Anführer der Rebellion. Ich weiß, das kommt hier alles plötzlich, aber ich habe ein bisschen. Ich habe Informationen, die du hören solltest. Oder die du wissen solltest. Naja, erfahren. Ja, das klingt besser. Alles, was sie dir erzählt haben, ist eine Lüge. Und Excavation Company ist nicht, was sie anscheinend sind. Oder was sie... Ja, so nett war. Tut mir leid, das hört sich gerade nicht besonders gut an. Ich weiß das selbst. Sie benutzt es als eine Art Tarnung, um ihre Gebiete, ihr Einfluss reicht viel weiter, als wir es gerade wissen. Es gibt keine höhere Autorität, so, als sie es sind. Nicht mal die Könige sind höher. Und ihre Absichten sind nicht gut. Sie suchen die ultimative Kraft. Die Kraft, versteckt bei vier Einzelnen. Bei vier Einzelnen. Einzelnen Menschen, die in einer Villa lange Zeit hier vorlebten. Sie haben darüber gehört und natürlich begannen sie in Zutaten zu sammeln, um etwas zu schaffen, was eine totale Vorherrschaft der Provinz bedeuten würde. Äh,
Also seitdem verfolgen sie mich Ich kann dir hier nicht alles erzählen. Aber zuerst musst du Teile des Kristalls holen. Wie bei den anderen Kristallen. Das ist wichtig. Oder das ist essentiell. Der Kristall in der Höhle ist innerhalb des Vulkans. Hinter der Basis. Schnell! Sie sind gerade nicht in ihrer Pflicht. Oder, ja, so wachen. Also, die stehen gar nicht wache. Die Höhle im Herz des Vulkans ist klar. Handle schnell und viel Glück. Wow. Das klang gar nicht gut. Nicht hier lang? Gut, dann. Explore the depths of the volcano. Warum kann ich hier da nicht durch? Oh, so, geht doch. Property of Wind Excavation. Wieder Besitz. Hier sind Lava Spawns. Was für mich bringen die? Oh, 200. Ich denke, dass ich mal geradeaus durchlaufe. Blazes. Magnified Spirits. Ja, das klingt cool. Haha, Wortwitz. Wir sind in einem Vulkan. Das klingt cool. Haha. Ja. Wo lang? Hier, anscheinend. Nicht. Anscheinend wohl hier nach rechts. Wie, denke ich. Ja, es geht auch weiter. Schilder. Warning, danger ahead. Das übersetze ich nicht, kann man selbst übersetzen. Okay, wir sind wieder in so einer Art großen Raum. Magnified Spirit und Lava Spawns. Das kennen wir hier schon irgendwie von der letzten Quest. Und Excavation Site B. Aber das ist halt rötlicher und wärmer. Warning, danger ahead. Immer noch. So, dann. Ja, ich kümmere mich gerade eigentlich nicht um die Gegner. Ich versuche einfach nur so schnell wie möglich durchzukommen. Aber nur dem Weg zu folgen. Ich glaube, das wäre ein bisschen härter, wenn ich nicht dieses hohe Level hätte. Aber das wird sich noch ändern, denn ich habe noch eine Menge Quests zu erledigen. Mir fehlen irgendwie noch 11 Quests oder so, das ist eine ganze Menge. Wir haben Wind Excavation Guards. Achso, ja, sie sind ja off-duty, stimmt ja. Sie sind gerade nicht nicht so in der Bereitschaft, wie sie es für gewöhnlich sind. Pass the Guards, you must retrieve the crystal. Nein! Hä? Ich hab die doch. Ich muss immer wieder rein. Immer wieder rum. Und nein. Nochmal rum. Immerhin weiß ich jetzt, was ich machen muss, also geht das ganz schnell. Zeitraffer! Schon wieder. Hier sind wir wieder. Und ja, ich habe 5 Red Crystal Shards. Davon werfe ich jetzt mal 4 weg. Und ich muss irgendwie Platz im Inventar schaffen. Dann können die Boote hier dran glauben. Denn ich habe
eine Scroll vorhin vom lieben Erik hier in der Gilde bekommen. Der ist auch noch online. Und ja, die benutze ich dann einfach. Und ja. Yeah. XP. Woohoo. Okay, dann. Du konntest nicht einfach mal ein höfliches Wort nehmen und auch uns in Ruhe lassen. Konntest du. Oder. Also. Na, ich erklär's aber nicht weiter. Mach mal einfach mal weiter. Du musstest herumschnüffeln, Sachen herumkramen, die weit weg von deinen Vorstellungen sind. Weit entfernter als dein Verstand sind. Das interessiert wohl nicht. Irgendetwas musste hier rauskommen. Irgendwas musste geschehen. Du wurdest entdeckt, während du mit Armadale geredet hast. Wir wissen, dass we now know to be. Von dem wir wissen, dass er ein Verräter ist. Dank dir. Diese Augen. Das sind diese Augen überall, junger Held. Ich würde darauf wetten, dass er bereits von den älteren Mitgliedern in Gewahrsam genommen wurde. Wir wissen auch, dass du im Dunkeln operierst, handelst. Du weißt nichts über die Kristalle und deren Kraft. Und du. Und du weißt nicht mal, dass die Kristalle, die du besitzt, uns nicht mal so wirklich interessieren. Du bist glücklich, dass du nicht tot bist. Wie du uns infiltriert hast, hat nichts bewiesen, außer Anfängerglück. Für den neuen Held der Provinz. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt gehst, bevor die Wachen hierher kommen und dir dasselbe Schicksal geschieht wie mit Amadell. Du dasselbe Schicksal erleidest. Ach, was auch immer. Unsere Kraft ist hat keine Grenzen. Armeen, Ressourcen, der Adel ist auf unserer Seite. Wir sind das Auge. Wir sehen alles. Auf jeden Fall, yeah, wir haben Wooden Excavation Site C erledigt. Dann haben wir wohl unsere Arbeit getan. Und haben jetzt wahrscheinlich nur noch eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Und diese besteht darin, Wooden Excavation Site D zu erledigen. Oh ja, handeln würde ich gerne. Was auch immer der mir geben will. Oh, yo, Rotten Flash. Super. Dann gehe ich jetzt mal wieder. Ja, und das war's dann auch mit. Nö, nur weil ich zu faul war, das irgendwie abzunehmen. Und dann habe ich wohl nichts mehr für diesen Part zu sagen. Wir werden bald Wooden Excavation Site C machen und auch noch alle diese anderen Quests, bei denen ich noch hinterherhänge. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Scheiß Wooden Excavation. Nein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen zum Windcraft. Yeah! Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und tschüss!